Herzlich willkommen bei Spielregel-Spielanleitung. Wir haben ein neues Spiel zum Testen und zwar das Spiel Saboteur The Lost Mines vom Amigo Verlag. So sieht das Ganze aus. Es ist ein Familienspiel, ab 10 Jahren geeignet, kann bis mit 3 bis 6 Spielern gespielt werden. Frederick Moyerson ist der Autor. Was steht hinten drauf? Auf zu neuen Schätzen. Auf der anderen Seite des alten Waldes befinden sich die vergessenen Minen. Begebt euch mit euren Zwergenclans auf die Suche und überwindet gemeinsam Hindernisse. Entkommt Fallen und Trollen und vor allem findet die wertvollen Schätze. Doch vorsichtig, nehmt euch vor dem Drachen in Acht und seid wachsam, denn vielleicht arbeiten Mitglieder eures Clans gegen euch. Das neue Abenteuer in der Welt der Saboteure. Der Inhalt ist 91 Karten, 92 Siegpunktplättchen, 14 Waldplättchen, ein Drachenplättchen, 10 Zwergenplättchen, 10 Zwerge mit Standfuß, ein Spielplan, eine Spielanleitung. Vom Prinzip her geht es so, entdecke Wege im Wald, wer arbeitet für wen, sammle wertvolle Schätze ein. Es ist weder ein Familien- noch ein Strategiespiel, also irgendwas dazwischen, also weder ein klassisches Familienspiel oder ein klassisches Expertenspiel. Es hat eher den Glücksfaktor als den Strategiefaktor und es ist weder ruhig noch temperamentvoll, also sowas in der Mitte. Ein Spiel dauert ungefähr 45 Minuten. Wir schauen uns jetzt mal an, was in diesem Spiel drin ist, wie das Spielfeld aussieht und werfen mal einen Blick in die Spielregeln. Die ausführlichen Spielregeln findet ihr hier unter dem Video in dem Link. Kommt ihr auf spielregeln-spielanleitung.de, da findet ihr die komplette Spielregel. Das ganze Spiel hier sind die Spielregeln, sehr aufwendig ausgearbeitet. Da schauen wir uns gleich nochmal einen Blick rein. Das ist das Spielfeld, relativ groß. Man braucht einen relativ großen Tisch. So sieht das Spielfeld aus. Und dann gibt es hier die unterschiedlichsten Plättchen, die Ständer. Dann haben wir hier die unterschiedlichsten Karten. Und hier haben wir zum Beispiel die Spielfiguren schon auf einem Ständer drauf. Das ist das Spiel Saboteur, The Lost Mines. Die Spielidee. Auf der anderen Seite des Waldes befinden sich, genau, das hatten wir schon, das war genau, was auf der Verpackungsseite steht. Karte um Karte legt ihr gemeinsam den Weg durch den Wald, um Hindernisse zu überwinden. Braucht ihr die passenden Hilfsmittel. Trolle versperren euch den Weg. Fallen kosten euch Handkarten. Mit euren Zwergen legt ihr auf den Wegen zu den 4 Minen, und darin, um darin Schätze zu finden. Am Ende der Runde wird aufgeteilt. Alle Mitglieder eines Clans bekommen ihren Anteil. Doch ein Zwerg arbeitet egoistisch und nur für sich und eine andere gar nicht für den gegnerischen Clan. Wer nach 2 Runden die wertvollsten Schätze und damit die meisten Siegpunkte sammeln konnte, gewinnt. Vom Prinzip läuft das Spiel so ab, also der Spielablauf ist so, spiele Karte aus und wirf 1 bis 2 Karten ab, das ist ein Muss. Bewege deinen Zwerg um bis zu 3 Karten weiter, das ist ein Darf, also man muss es nicht unbedingt. Zieh 1 oder 2 Karten vom Nachziehspiel auf deine Hand und wer dann gewonnen hat, Ende der Runde und Wertung, die Runde endet sofort, wenn einer der beiden folgenden Situationen eintritt. Der Nachziehstapel ist aufgebraucht und alle Spieler haben keine Handkarten mehr. Alle Schätze wurden eingesammelt. Zu der Wertung. Es gewinnt derjenige, der am Ende die meisten Schätze oder die meisten Punkte hat. Das ist das Spiel Saboteur, so sieht es aus. Sehr hochwertig verarbeitet. Es ist ja ein Rollenspiel, wo man sich auch in die Spielregeln ein wenig länger einarbeiten muss. Daher klickt hier unten gerne auf den Link und ihr kommt auf Spielregeln und Spielanleitung, wo ihr den ausführlichen Spielregeln findet. Und natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Tschüss!